Herzlich willkommen hier zurück bei ApoPlay mit Minecraft, Epicraft, Entschuldigung, kein Minecraft, Epicraft. Und ja, nach letzter Folge, wie oft wir draufgegangen sind, habt ihr sicherlich gesehen, der ein oder andere. Auf jeden Fall bin ich hier mal heute alleine, allein, allein, allein. Okay, ich bin hier alleine und warum jetzt keine Videos kamen in den letzten Tagen, ist ganz easy peasy. Und zwar, ich bin krank. Ich bin immer noch krank, aber die Antibiotika, die Glücklichmacherpillen von den Doc nebenan, machen mich wieder fit und ich bin auch bald wieder vollkommen gesund, ja? Okay. Warum wir alleine sind, weil ich bin krank. Alle sind arbeiten, Ausbildung, Schule, whatever. Und ich habe Zeit zum Aufnehmen, deshalb nehme ich mal eben ein Part alleine wieder mal auf. Ich glaube, das stört niemanden. Okay, so. Hier. Also, wir haben unsere letzte Folge. Ist meine Schaufel kaputt? Ja. Super geil. Okay, letzter Folge haben wir ja gesehen. Habt ihr sicherlich gesehen, wie oft wir draufgegangen sind. Nachdem wir aber auch die Aufnahme. Really? Das auch? Oh Gott, ey. Nachdem wir aber auch gesehen haben, dass das einfach viel zu lange dauert, haben wir die Aufnahme ausgemacht. Da war ja schon Sendepause. Und nein. Oh mein Gott, immer diese Vögel. Immer diese Vögel vögeln mich. Vögel, geh weg. Vögel. Oh Gott. Jetzt wurde ich auch noch Slowness, habe ich verpasst bekommen. Super. Mann. Haben wir erstmal gewartet. Also wir haben die Aufnahme gestoppt. Dann haben wir uns erstmal wieder zusammengefunden. Also bei der nächsten Folge wird auch der Andragon und Thompson und Max. Wer auch immer von den allen dabei ist, werden auch wieder hier starten, da die den ganzen Weg zurücklegen mussten. Also Thompson natürlich nicht. Thompson wurde von der Tötungsattacke letzter Folge verschont, weil er nicht da war. Aber das wird er sicherlich nachholen und der das ein oder andere Mal auch wieder drauf gehen. Ja, seit dieser Folge habe ich mir auch so bereit erklärt, meine Tode zu zählen, ja. Rotten Fleisch, nein. Meine Tode zu zählen. Und das werde ich auch jetzt machen. Weil, ich weiß nicht, also ich bin gespannt auf wie viel Tode ich kommen werde. Schließlich, schön Bug. Schließlich, ist es gar nicht so einfach, wie ich schon von ein meiner Zuschauer gefragt wurde. Sorry für diese kleinen Stops. Ich habe es irgendwie, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie noch ein bisschen verpeilt, weil lange kein Video aufgenommen und das Fascination mich irgendwie. Auf jeden Fall, Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, wo ich war, wo ich bin. Ach, komm schon. Ja. Ja. Miese Sache. Okay, schauen wir bei Thompson vorbei. Wir, dank seiner Hütte letztens sind wir ja. Oh, Flint. Gut. Haben wir ja letztens überlebt, weil der ja so schönes Werkzeug. Ach, Werkzeug. So schönes Essen da hatte. Ja, wir brauchen Essen. Genau, Essen brauchen wir. Ach, fuck, ey. Und ich überlege mir, what the fuck, was brauchen wir? Okay. Da ist ein Hühnchen, das wird unser erstes Ziel, erstes Opfer sein. Außer es begeht Selbstmord und. Aber das möchten wir natürlich. Oh, das hat noch eine hübsche Mütze. Ich rette dich, Hühnchen. Komm her. Na, ja. Hopp, hopp. Jetzt haben wir noch eine hübsche Mütze. Uns geklärt. So, jetzt fahren. Nein, ist das auch Hühnchen? Fuck. Okay. Von Hühnchen kann man krank werden, ne? Aber nicht vom einen Hühnchen. Nicht von einem Hühnchen. So sind
Solche Weicheier sind wir ja nicht. Und da ist ein Schweinchen, das natürlich zu unserem Hunger sich beteiligt. Also das Schweinchen hilft uns. Und da ist auch noch ein Creeper auf. Sehr tolle Tiere, auch wenn sie ein bisschen zu grün für mich sind. Grünzeug mag ich nicht. Außer es ist so richtig gutes Grünzeug, das man so essen kann. Oh Gott, ey. Also, ach ja, was es noch Neues bei mir gibt, ist so eine Sache. Auch einer der Gründe, warum ich jetzt eine Zeit lang nicht aufgenommen habe, ist, ich bekomme einen neuen Mitbewohner bei mir. Ich nehme einen kleinen, vierbeinigen Mitbewohner bei mir auf. Oh Mann, ich bin extrem langsam, ey. Ich sollte schnellst. What? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Einen kleinen Mitbewohner. Vierbeinigen Mitbewohner. So. Und zwar einen kleinen Hundi. Und ich glaube, ich werde mal auch ein Video dazu machen. Werde ich mal so ganz kurzes Video zeigen, wie sich der Kleine hier so bei mir zu Hause so abgeht und rumspringt und rumtobt und hast nicht gesehen. Also werde halt euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, so was bei mir so zu Hause passiert. Was ich mir noch überlegt habe, was ich noch gerne machen wollen würde wollen, ist, ja scheiße, ich bekomme dadurch keinen Hunger, ist eventuell mal eine Facecam einzuführen. Obwohl, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da, ich weiß nicht, ich habe oft gehört, dass manchmal eine Facecam stört, da sage ich auch nichts gegen, das stimmt schon. Bei manchen Spielen stört sie wirklich, aber das kommt auch auf den Let's Play an. Also, manchmal gucke ich. Ach ja, Gas, okay. Manchmal ist das so bei mir zum Beispiel, dass ich gucke einen Let's Player zu und ich gucke, auch wenn das eine Facecam nicht wirklich dahin passt. Zum Beispiel, manche meinen ja, dass eine Facecam nur. Ah, okay. Wow, 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 wow. Das passiert, wenn man vergisst, dass man Shift nicht gedrückt halten soll, wenn man abbaut. Okay. Bei manchen Spielen, also manche sind ja der Meinung, dass eine Facecam nur dahin gehört, wo auch der, ich weiß nicht, so Gruselspiele, so Horrorgames, so, weiß ich nicht, Slender-mäßig oder was weiß ich, wo man sich richtig in die Hosen kackt, dass die solche Facecam dahin hinzugehören. Verkehrt finde ich das auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass also nicht nur dahin, sondern ich weiß nicht, also ich gucke bei manchen Let's Playern mit Facecam schaue ich manchmal zu, ob auch wenn das Spiel, also auch wenn die Facecam da voll nicht hinpasst, zum Beispiel bei GTA oder was weiß ich, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass das zu jedem Spiel hinpasst, wenn man halt das entsprechende Gesicht dafür hat. Also, Gesicht, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also nicht beschreiben, sondern wie soll ich euch erklären, was ich meine? Also, ich meine das so, dass. So, dass. So, scheiße. Zum Beispiel, ich würde schon so. Also, schon schade, dass ihr so manchmal nicht meine Fresse sehen könnt, wenn ich irgendeine Scheiße laber. Weil das hat ja was. Also. Man sollte sie ja nicht immer sehen, aber das hat ja schon so was, so, ne? Also, es hat seine Vorteile und Nachteile. Also, ne? Für ein Let's Player ist es natürlich auch schwer, auch noch eine Facecam nebenbei laufen zu lassen. Warum? Ist ganz einfach, weil man dann sich nicht nur auf sein Kommentieren konzentrieren muss. Allein damit habe ich schon manchmal meine Schwierigkeiten. Aber da muss man sich auch noch auf das, auf die Mimik und Gestik und den ganzen Scheiß achten. Und ich verreck hier sicherlich sowas von. Okay. Und das ist halt auch so ein Aspekt, das man nicht unterschätzen sollte. Aber so lernt ihr, also so ist man irgendwie näher an seinen Zuschauern, was ich natürlich sehr gut finde. Also, warte, das mache ich so, das mache ich ganz geschickt. Okay, das war schon mal nicht geschickt.
Nein, 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 nein. Easy peasy, make it squeezy. Okay. Also, die Sache ist die, man muss sich dann auch auf viel mehrere Sachen konzentrieren. Und mit diesem Aspekt komme ich noch nicht ganz klar. Also, manche können das von Anfang an schon sofort durchziehen, so, ja, gib ihn, ich mache jetzt Facecam. Aber ich bin da so ein bisschen anders. Ich brauche so sozusagen erstmal so, ja, also erstmal das eine und das und dann das andere. Also wie gesagt, mal schauen, wie das ablaufen wird oder was ist das? Orangen, okay. Also ich werde noch gucken, wie das sich so weiterentwickelt wird mit meiner Let's Play Sache. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall brauchen wir mal was zu phrasen. Und da kommt. Nein. Das brauchen wir nicht. So. Die Tintenfische könnten natürlich uns auch als gute Nahrungsquelle dienen. Also momentan seht ihr ja, ist gerade eng ein bisschen mit dem Essen. Wir haben nicht allzu viel und das ist ja das Miese. Ah, warte, genau, ich habe ja keinen Platz. Oh Gott, jetzt werde ich auch noch ersticken. Schnell, 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 schnell. So, was kann ich wegwerfen? Was kann ich wegwerfen? Was kann ich? Pickfett. Den, den. Was habe ich aufgenommen? Nein. What the fuck? Okay. Kann ich das essen? Kann ich das essen? Kann ich dich essen, Mann? Ja, Mann, ich kann dich essen. Ups. 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 Okay, jetzt habe ich Salzwasser getrunken, was natürlich nicht sehr toll für unseren kleinen quadratischen Körper ist. Aber fuck it. Ich werde jetzt mal was anderes trinken, und zwar vernünftiges, sauberes, bergiges, steiniges Gewässer, das seit Jahrtausenden unberührt ist. Ja, also schaut's euch an. Was habe ich denn jetzt für Leiden? Also mein Charakter ist gerade total im Arsch. So, aber fuck it. Ich muss jetzt erstmal was Vernünftiges zu mir nehmen. Und vernünftig meine ich jetzt hier das da. So, aber erst müssen wir irgendwas wegwerfen. Schon wieder Enderperle. Das, oder. Das hier möchte ich nicht haben. Ich möchte das nicht haben. So, jetzt erstmal satt getrunken, alles easy peasy. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Okay, wie ihr sehen könnt, ist es gar nicht so einfach zu überleben. Ich wurde auch von meinen Zuschauern schon gefragt, ist es wirklich so schwer? Ja, das ist echt. Also, das ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Außer du hast dich schon in dieses Spiel eingefunden und hast schon, was weiß ich, einen Garten aufgebaut, wo deine Nahrung halt gesichert ist, ne? Und das ist bei mir zum Beispiel noch nicht der Fall. Bei mir ist das ja alles noch ein bisschen so in den Startlöchern. Was natürlich nichts Schlechtes heißen soll, aber naja, schlecht ist es schon, also. Okay, warte. Was kann ich noch essen? Okay. Also wir müssen uns jetzt auf jeden Fall einen Garten aufbauen. Denn so geht das nicht weiter. Wir müssen uns ernähren. Und wir haben nicht wirklich viel Nahrung. Das ist ja das Schlimme. So, aber wir müssen uns mit das zufrieden geben, was wir haben. Also nehmen wir das hier zu uns. Und zwar ein bisschen Hühnchen. Auch wenn es uns nicht mehr so allzu viel gibt, aber. Okay, so mehr will es uns nicht mehr geben. Okay, wir müssen jetzt auf. Können wir das essen? Jawohl, wir können das essen. Wir gehen jetzt auf Bärensuche. So, mal schauen, vielleicht finden wir was Tolles. Der Regen hat auch schon aufgehört, das ist sehr gut. Leck. Übelst fetter Leck. So, hier sind Schweinchen, da hinten ist ein Creeper und.
Und was? Und hier ist ein Grafikbug. Geiler Scheiß, so muss das laufen. Minecraft forever. Ever. Ever. Hoppa. Gibt's hier was? Ach, 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 ach. Das kennen wir ja. Das kennen wir doch. Das ist eine gefährliche Sache, die ich nicht wieder anfassen möchte. Okay, diese Grafikbugs, die. Okay, da sehe ich wegen den Grafikbugs, sehe ich schon. Oh, ein Stück Scheiße. Haha. Geil. Okay, ich schau mal da hinten vorbei bei diesem Schiffchen da. Oh, Moos. Nee, das ist Seaweed, ja doch. Ja, nicht Moos, sondern ihr wisst schon. Hoppa, hopp, hopp, hopp. Okay, schauen wir mal da hinten auf diesem Boot, diesen Schiffchen da vorbei. Vielleicht erwartet uns dort was Essbares. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Und wir schwimmen. Really, Nigga. Seht ihr das da hinten? Ist es ein Walross? Ist es. Ist es. Ist. Nein, das ist ein Mammut. Wie hieß der Mammut von Ice Age nochmal? Oh, oh fuck. Nein. Scheiße. Wie hieß der nochmal? Oh, ne. Kennt ihr das? Ihr habt das so auf der Zunge. Aber könnt ihr es nicht sagen? Kennt ihr das? Nein? 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 Ja? Vielleicht? Nein? Okay. Also, falls jemand das weiß, ne, in die Kommentare schreiben. Sehr dankbar. Super! Dann sind wir hier auch noch nicht mal alleine. Sehr schon. Egal, wir kapern jetzt das Schiff. Zack. Erfahrung hoch 10. So. Die Teile sind am Saufen. Oh, Fleisch kannst du mir ruhig mitgeben, Kollege. Da wäre ich dir dankbar. Was wir mit dem Zombiefleisch machen, werdet ihr noch sehen. Ist auch eine coole Sache übrigens. Ja, okay, jetzt muss ich wieder rüberschwimmen. Und es wird wieder dunkel. Und. Och, Menno. Och, Menno. Egal, wir haben Schlafsack dabei. Das ist natürlich das Plus am Schlafsack. Was ist das hier? What the fuck? Was ist das? Ah, okay. Okay. Fuck it, nehmen wir erstmal alles hier mit. Was können wir hier lassen? Das können wir hier lassen. Das können wir noch da lassen. Und das können wir auch noch da lassen. Eine CD würde ich auch wohl gerne mal mitnehmen. Am besten, warte, sind es dieselben? Ja, es sind dieselben. Hier haben wir nichts. Okay. Das hört sich nicht so gut an. Egal, wir schlafen hier auf dem Schiff. Hier sollte uns wohl niemand stören. Okay, alles easy peasy. Nehmen wir uns nochmal hier diese sehr schöne Wolle mit. Zack. Zack. Wie viel Wolle war das? 55. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Mammut schlachten können. Wäre natürlich auch nicht ohne ein bisschen Vorrat fürs Fleisch. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt Gedanken machen um das Überleben, dass wir auf jeden Fall genug Nahrung jetzt bekommen. Okay, da ist ein Mistvieh, dass ich mich mitten den Rappam. Bist du aggro? Okay, das hört. Junge, ich hab schon Schiss bekommen. Okay, was schmeißen wir weg? Task, okay. Okay. Achso, das ist. Ja, ich weiß, was das ist. Das möchte ich aber auch nicht haben. Was ist das? Was kann ich damit machen? Sehr schön. Was liegt hier? So, was kann ich damit machen? Okay, ich kann nicht wirklich viel damit machen. Okay, fuck it, wir fahren nach Hause. Und wir schwimmen. Schwimmen. Also, wir haben uns eigentlich so ein schönes Plätzchen ausgesucht, würde ich mal sagen. Also, ist auf jeden Fall lohnenswert, hier vorbeizuschauen. Und, oh, diese Folge geht ja auch schon wieder 20 Minuten. Okay, fuck it. Wir finden mal eben so zu nach Hause.
Dann zeige ich euch noch, was ich mit den ganzen Zombie-Fleisch machen möchte. Und dann reicht es auch erstmal für heute. Aber, wir müssen erstmal nach Hause kommen. Das ist ja das Problematischste an Epicraft, dass der Weg nach Hause, das ist allgemein in Minecraft so, aber fuck it. Okay, Clay, wieso nenne ich das Clay? Das heißt auch Clay, ne? Clay, fuck it. Okay, nein, 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 Faden möchte ich wohl behalten. Ich schmeiß aber. Was schmeiß ich weg? Ich schmeiß Netherwarzen weg, fuck it. So, und das hier nehme ich wohl mit. Oh, sehr schon, sehr schon. Kein Platz mehr. Ach komm schon. Ach komm schon, okay, nehmen wir ein bisschen davon was mit. Ein bisschen davon. Super. Jetzt alles easy peasy. Make it squeezy. Juhu. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, meinen kleinen Vierbeiner zu sehen. Und ja, vielleicht werde ich mal auch irgendwie ein Vlog oder sowas. Ein Vlog, 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 Vlog. Einführen, das weiß ich noch nicht. Aber es wäre durchaus möglich. Ist gut. Es wäre durchaus möglich. Ernsthaft. Muss ich jetzt wirklich die Scheiße mitnehmen? Ja, ich will die Scheiße mitnehmen. Scheiße. Wortwörtlich. Eventuell werde ich auch einen kleinen Vlog einführen. Da, wo ihr den Kleinen sehen könnt. So ein kleines Tagebuch oder sowas. So ein Welpentagebuch. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen würde. Ja, wie ihr mich schon sofort hier fertig macht. Aus dem Weg, Alter, 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 Alter. Okay. Wir haben nicht die Mittel. Oh Gott. Das war verdammt knapp. Nein, nein, nein. Mit noch einem schaffe ich das. Kann ich nicht aufnehmen. Okay, ich werde mal hier vorsichtig nach unten tappen. Hätte ich meinen Teleportierstock, das wäre um einiges einfacher hier hochzukommen. Dann zim, 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 zim. Das wäre viel cooler. Aber nein, ich bin ja so oft drauf gegangen, dass ich den verloren habe. Ich glaube, nächste Folge nehmen wir das. Nehmen wir uns als Mission, ein neues Stöckchen zu finden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ah, das. Oh, fuck. Das war schon so ein kleiner Weg, den ich mir mal vorbereitet habe. Oh, wieder fetten Leck. So, dann jumpen wir mal hier drauf. Okay, es muss was gegessen werden. Das bringt uns nicht mehr viel. Das können wir auch nicht jetzt sofort essen. Fuck, was sollen wir essen? Okay. Okay. Komm schon, komm schon. Komm schon. Ah, fuck it. Ah, so. Okay, ein bisschen haben wir ja schon mal was. Was schmeißen wir noch da rein? Können wir das auch braten? Nein, wir können das nicht braten. Aber wir können das braten. Können wir das essen? Ja, wir können das sogar essen. Geiler Scheiß. So, wir brauchen jetzt erstmal eine Kiste. Ja, okay, die Folge geht jetzt auch schon länger, als ich es eigentlich vorhatte. Aber egal, wir bauen uns jetzt erstmal eine Kiste, wo wir unseren ganzen Müll reinwerfen. Okay, da baut sich irgendwas nicht Gutes zusammen. So. Eine Kiste ist hier natürlich sehr angebracht. Okay, warum ist das gerade so extrem leise? Das weiß ich nicht. So, schmeißen wir mal den ganzen Scheiß hier rein, den wir nicht brauchen. So. Okay, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht vorübergehend. Was wir brauchen, ist Erde. Müssen uns irgendwie hier das Ding hier zumachen. Also erstmal bauen wir so einen kleinen.
kleine Sache. Da, wo wir unsere Bären... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Nimmt der schon was mit? Nein. Doch. Fuck. Okay, da seht ihr das Vöglein da an der Wand. Also, dem Vöglein da hinten geht es gar nicht gut. Oh, Kacke. Oh mein Gott. Okay, also, noch ist das Gewitter hier nicht so mies. Also, es nimmt noch keine Blöcke oder sowas mit. Aber das folgt, meine Freunde. Also, bleibt gespannt mit hier dabei, hier bei Apo. Nein, es hat mein Dings. Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber es ist auf dem besten Wege dorthin. Okay, jetzt gehen wir vorbei. Mach mal schneller hier. Hühnchen bringt uns jetzt auch nichts, ne? Nee, scheiße. Ah, okay, dann baue ich schon mal zum Trocknen. Könnt ihr euch jetzt reinziehen, wie das funktioniert? Das ist ganz einfach. Man baut solche Teile. So. Man baut die Teile und dann hängt man sie, was weiß ich, einfach mal hier so provisorisch hier auf. Da kann man, machen wir erstmal hier so, sollte erstmal reichen. So, das Schlimmste ist jetzt erstmal, sage ich mal, überstanden. So, machen wir mal hier. Ah, okay. So, basteln wir mal hier noch so einen kleinen Steg sozusagen. Und dann reicht es auch erstmal für heute. So. Wir brauchen noch mehr. Noch viel, viel mehr. Und wir brauchen auch noch Blackberry. Also, wie ihr sehen könnt, wächst irgendwie bei uns nicht wirklich viel. Oh, hab ich Iron? Nein. Mal schauen, warte. Wie baue ich ein eine Can. Ist das eine Can? Das ist eine Water Can. So, wie baue ich eine? Ja, wie baue ich eine? Hallo? Hallo? Nein. Ja, hier steht, wie man eine baut, aber... Ah, hier. Iron. Scheiße, ich brauche 4 Iron. Habe ich 4 Iron? Ich habe keine 4 Iron. Aber ich muss das hier erstmal abdecken. So. Dann decke ich das hier mal erstmal so ein bisschen ab. Also das, nee. Boah, das sieht geil aus. Erstmal fetten Screenshot. So. Und dann kann man hier auch raushüpfen. Muss schauen, 4 Iron habe ich soweit, ich weiß nicht. Ich habe nur ganz wenig. Ein oder so, ein. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei hier bei Upplay. Falls es euch gefallen hat, einen Kommentar da lassen oder abonnieren. Ich würde mich natürlich sehr freuen über Feedback. Und das war's auch erstmal von mir. Bis dahin, haut rein, schalt ein. Hier war der Apo. Ciao.